Du hast Lust, weiterzuspielen? Klicke auf Los, dann geht's los. Wenn du ein Nomen in der Mehrzahl hast, ist es wichtig, die Einzahl zu wissen, um das Wort im Wörterbuch zu finden. Hier siehst du ein Nomen in der Mehrzahl. In das Schild sollst du die Einzahl über deine Tastatur eintippen. Wie heißt die Einzahl von die Adressen? Gib zuerst den Artikel ein und anschließend die Einzahl des Nomens. Die Striche zeigen dir, wie viele Buchstaben das Wort hat. Hast du dich vertippt? Klicke hier. Das Wort verschwindet dann und du kannst es erneut eintippen. Hast du das Wort eingegeben, musst du noch auf OK klicken. Die Adresse. Das stimmt. In einer schwierigeren Runde musst du besonders gut aufpassen. Denn manchmal gibt es zu einem Nomen in der Mehrzahl keine Einzahl. Dann kannst du gleich auf diesen Button und anschließend auf OK klicken. Jetzt bist du dran. Klicke auf Los. Überlege, wie die Einzahl des Nomens lautet und tippe das Wort über die Tastatur ein. Vergiss dabei den Artikel nicht. Prima! Du hast die Einzahl des vorgegebenen Wortes richtig eingetippt. Zur vorgegebenen Mehrzahl ist dieses Wort die richtige Einzahl. Das hast du toll gemacht! Ja, das ist die Einzahl des Nomens. Die Aufgabe hast du richtig gelöst. Alles richtig! Das ist das richtige Einzahlwort. Und eine neue Aufgabe. Die Aufgabe hast du richtig gelöst. Prima! Du hast die Einzahl des vorgegebenen Wortes richtig eingetippt. Aufgepasst! Hier kommt eine neue Aufgabe. Ja, das ist die Einzahl des Nomens. Die Aufgabe hast du richtig gelöst. Zur vorgegebenen Mehrzahl ist dieses Wort die richtige Einzahl. Das hast du toll gemacht! Prima! Du hast die Einzahl des vorgegebenen Wortes richtig eingetippt. Zur vorgegebenen Mehrzahl ist dieses Wort die richtige Einzahl. Das hast du toll gemacht! Klasse! Du hast die Einzahl von jedem vorgegebenen Nomen richtig eingetippt. Wenn du Lust hast, in einer schwierigeren Runde weiterzuspielen, klicke auf Los. Jetzt werden die Wörter etwas schwieriger. Tippe die richtige Einzahl über deine Tastatur ein. Die Einzahl ist leider falsch. Probiere es gleich noch einmal. Nimm das Wörterbuch zur Hilfe. Leider falsch. Das ist die richtige Einzahl. Und eine neue Aufgabe. Alles richtig. Prima. Du hast die Einzahl des vorgegebenen Wortes richtig eingetippt. Gut gemacht!
Alles richtig. Das ist das richtige Einzahlwort. Prima! Du hast die Einzahl des vorgegebenen Wortes richtig eingetippt. Ja, das ist die Einzahl des Nomens. Die Aufgabe hast du richtig gelöst. Prima! Du hast die Einzahl des vorgegebenen Wortes richtig eingetippt. Und eine neue Aufgabe. Prima! Du hast die Einzahl des vorgegebenen Wortes richtig eingetippt. Und es geht weiter. Gut gemacht! Diese Runde ist vorbei. Leider hast du nicht alle Aufgaben richtig gelöst. Probiere die Runde gleich nochmal. Überlege, wie die Einzahl des Nomens lautet und tippe das Wort über die Tastatur ein. Vergiss dabei den Artikel nicht. Zur vorgegebenen Mehrzahl ist dieses Wort die richtige Einzahl. Das hast du toll gemacht! Super! Und eine neue Aufgabe. Zur vorgegebenen Mehrzahl ist dieses Wort die richtige Einzahl. Das hast du toll gemacht! Alles richtig! Alles richtig. Das ist das richtige Einzahlwort. Weiter geht's. Prima! Du hast die Einzahl des vorgegebenen Wortes richtig eingetippt. Prima! Du hast die Einzahl des vorgegebenen Wortes richtig eingetippt. Das ist ganz schön schwierig, aber mit etwas Übung kannst du das bald besser. So wäre die Aufgabe richtig gewesen. Alles richtig. Prima! Du hast die Einzahl des vorgegebenen Wortes richtig eingetippt. Zur vorgegebenen Mehrzahl ist dieses Wort die richtige Einzahl. Das hast du toll gemacht! Hier kommt eine neue Aufgabe für dich. Zur vorgegebenen Mehrzahl ist dieses Wort die richtige Einzahl. Das hast du toll gemacht! Aufgepasst! Hier kommt eine neue Aufgabe. Alles richtig. Das ist das richtige Einzahlwort. Gut gemacht. Prima.
Du hast die Einzahl des vorgegebenen Wortes richtig eingetippt. Ja, das ist die Einzahl des Nomens. Die Aufgabe hast du richtig gelöst. Die Aufgaben hast du alle richtig gelöst. Wenn du möchtest, kannst du gleich in der nächsten Runde weiterspielen. Es wird dann etwas schwieriger. Pass gut auf, die Aufgaben werden jetzt noch etwas schwieriger. Wenn du der Meinung bist, dass es keine Einzahl gibt, klicke auf den entsprechenden Button und dann auf OK. Zur vorgegebenen Mehrzahl ist dieses Wort die richtige Einzahl. Das hast du toll gemacht! Hier kommt eine neue Aufgabe für dich. Prima! Du hast die Einzahl des vorgegebenen Wortes richtig eingetippt. Prima! Du hast die Einzahl des vorgegebenen Wortes richtig eingetippt. Ja, das ist die Einzahl des Nomens. Die Aufgabe hast du richtig gelöst. Ja, das ist die Einzahl des Nomens. Die Aufgabe hast du richtig gelöst. Jetzt kommt eine neue Aufgabe. Alles richtig. Das ist das richtige Einzahlwort. Prima! Du hast die Einzahl des vorgegebenen Wortes richtig eingetippt. Genau! Zu diesem Wort gibt es keine Einzahl. Zur vorgegebenen Mehrzahl ist dieses Wort die richtige Einzahl. Das hast du toll gemacht! Das hast du klasse gemacht! Zur vorgegebenen Mehrzahl ist dieses Wort die richtige Einzahl. Das hast du toll gemacht! Und eine neue Aufgabe. Ja, das ist die Einzahl des Nomens. Die Aufgabe hast du richtig gelöst. Zur vorgegebenen Mehrzahl ist dieses Wort die richtige Einzahl. Das hast du toll gemacht! Zur vorgegebenen Mehrzahl ist dieses Wort die richtige Einzahl. Das hast du toll gemacht!
Alles richtig. Das ist das richtige Einzahlwort. Aufgepasst! Hier kommt eine neue Aufgabe. Alles richtig. Das ist das richtige Einzahlwort. Ja, das ist die Einzahl des Nomens. Die Aufgabe hast du richtig gelöst. Ja, das ist die Einzahl des Nomens. Die Aufgabe hast du richtig gelöst. Und eine neue Aufgabe. Alles richtig. Das ist das richtige Einzahlwort. Das hast du gut erkannt. Zu dieser Mehrzahl gibt es keine Einzahl. Alles richtig. Das ist das richtige Einzahlwort. Das hast du gut erkannt. Zu dieser Mehrzahl gibt es keine Einzahl. Prima! Du hast die Einzahl des vorgegebenen Wortes richtig eingetippt. Alles richtig! Das ist das richtige Einzahlwort. Prima! Du hast die Einzahl des vorgegebenen Wortes richtig eingetippt. Sehr gut! Du hast alle Nomen richtig eingetippt. Das bedeutet, du findest zu einem Nomen in der Mehrzahl schnell und sicher die Einzahl. Wenn du noch einmal spielen möchtest, kannst du immer wieder herkommen.